Und der Orkanus geht an Professor Sigmund Freud. Ich darf nicht reden. Schweigen wie ein Grab, hat Carol gesagt. Ich könnte Sie vielleicht hier rausholen, wenn Sie sich bereit erklären, mir zu erzählen, was genau passiert ist an dem Tag des Überfalls. Hier heraus? Was genau ist an dem Tag in der Bank passiert? Geld, 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 noch mehr. Lass dich nicht ablenken von dem Umstand, dass einfach alle danach streben. In Bezug auf das Thema Geld und Besitz lassen sich die Spuren eines zwiespältigen Verhaltens auch bei den meisten sogenannten anständigen Menschen leicht nachweisen. Das ist uns auch in einer Bank überfallen. Herrscher über das Gesetz ist der, der es bricht. Wir sind pervers. Pervers, ja! Wach auf! Wach auf! Sigmund Freud. Wussten Sie, dass er Sherlock Holmes-Fan war? Ich nicht. Aber wer dachte, dass aus so einer kleinen Information so was Großartiges werden kann? Wie wäre es, wenn man das Wien der 20er Jahre da aufleben lässt, den etablierten, dort praktizierenden Sigmund Freud nimmt, seine 24 Jahre alte Tochter Anna, die ebenfalls Psychologin ist, und einen jungen, engagierten Gendarm, nennen wir ihn Karl Gruber, und daraus, aus diesen vier Komponenten, Profiling-Fälle strickt, die uns durch seine Einsätze sehr bildhaft und lebendig und vor allem verständlich Freuds psychologische Ansätze näher bringt. Es wäre genial, und jetzt ist es auch genial, nämlich Christian Hagit und Simon Hertling vom Label Stil haben zusammen mit Rechtswissenschaftler und Drehbuchautor Heiko Martens das Wäre zu einem Ist gemacht. Vielen lieben Dank. Sie haben mit ihren kriminalistischen Stücken eine Hörspielserie der Extraklasse erschaffen, allen voran die großartigen Sprecher Hans-Peter Hallwachs, Felicitas Woll und Andreas Fröhlich, die einen mit ihrer Authentizität von Anfang bis Ende in jedem einzelnen Kriminalfall gefangen halten. Die eigens von Stil komponierten und vom Berliner Filmorchester eingespielten Stücke ziehen einen gänzlich ins Geschehen. Und abgerundet wird das Ganze am Ende jeder Geschichte von echten Psychoanalytikern, die uns aus fachlicher Sicht den Fall nochmals aufrollen. Vielen Dank für diesen Hörgenuss und herzlichen Glückwunsch. Ich mache es ganz kurz. Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben dabei. Heiko, der dieses wunderbare Skript geschrieben hat, Kollegen Christian und allen Sprechern, die sich bei uns auf die Couch gelegen haben. Schönen Abend.